Aufzeichnen drücken. Und dann haben wir dieses Mal auch die perfekte Aufzeichnung des Webinars. Ja, diesmal ist es aus meinen eigenen Räumen mit dem eigenen Webinarsystem, was ich aufgesetzt habe. Es ist das gleiche, wie die Firma Nix Software einsetzt und ich denke mal und hoffe auch, dass alles funktioniert. Und jetzt gebe ich gleich meinen Bildschirm frei. Dauert einen kleinen Augenblick. So, jetzt müsste der Bildschirm übertragen werden, sage ich mal. Schließe mein kleines Fenster und wir befinden uns im Photoshop. So, das ist die erste Datei, die ich bearbeiten werde. Das ist eine Strandaufnahme. Wir haben uns ja im Urlaub befunden und das ist ja auch das Thema, wie wir die Urlaubsbilder halt letztendlich bearbeiten können und verbessern können. Und wir kennen das alle. Wir geben der Digitalkamera los und fotografieren einen Sonnenuntergang. Und wenn ich dieses Bild anschaue, sage ich mal, ist das nicht unbedingt das Bild eines Sonnenunterganges, was ich hier zu sehen bekomme, sondern halt sieht eher aus wie so eine Tagaufnahme, die im Vordergrund etwas unterbelichtet ist, wenn ich das mal so krass sagen darf. Wenn ich losgehe und auch solche Urlaubsbilder oder Knipsbilder fotografiere, auch da achte ich und versuche ich immer darauf zu achten, dass auch hier der Horizont gerade ist. Man kann das natürlich mit Photoshop dementsprechend ändern, man kann es ausrichten, aber meint natürlich auch mit Lightroom für die Lightroom-Nutzer. Natürlich ist dann immer genau das am Ende weggeschnitten, ja, hier an den Bildrändern, was ich eventuell zur Bildgestaltung mir so gedacht hatte. Ja, und dann auch die entsprechende Linienführung, sonst wird es halt ein wenig langweilig, wenn ich da nicht drauf achte, auch bei solchen Aufnahme und dass der Horizont vielleicht nicht immer gleich in der Mitte sitzt, weil das Auge sich ja immer darauf fixiert. Wir sind ja immer darauf gepolt, dass der Horizont möglichst in der Mitte ist. So, wie starten wir? Wenn ich mit Photoshop arbeite, ich werde nachher, und das habe ich letztes Mal ein bisschen vernachlässigt, weil die Zeit auch etwas knapp war. Ich hoffe, wir haben jetzt ein bisschen mehr Zeit, weil mich drängt ja keiner hier. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich dann bis 23 Uhr hier sitze, aber dementsprechend können wir vielleicht noch ein bisschen dann auf Lightroom eingehen. So, wenn ich mit Photoshop arbeite, ich habe mir das Bild eingeladen, ich habe sie diesmal etwas kleiner gemacht. Ja, ich habe letztes Mal mit der vollen Größe gearbeitet, dann war es natürlich etwas aufwendiger für den Rechner, die Bilder zu berechnen. Hat jetzt aber auch einen Hintergrund. Ich stelle euch ja die Bilder nachher zur Verfügung. Einmal auf meinem Portal, hätte ich fast gesagt, auf meiner Internetseite. Und die Dateimengen oder Größen sind nachher von Photoshop so groß, dass ich es dann doch schon ein bisschen ätzend finde, wenn man sich da 60, 70 Megabyte runterladen muss. Denn je mehr Ebenen wir reinbauen, in Color Effects und alle Produkte von Nix Software, setzen ja letztendlich Ebenen, desto größer wird das Bild. Also man kann fast rechnen, 100 Megabyte pro Ebene, wenn ich mit den Nix Software Produkten arbeite. Also wir starten. Was machen wir? Wir duplizieren die Hintergrundebene. Ganz einfach Ebene duplizieren, Name wie immer völlig egal und bilden aus dieser Ebene ein sogenanntes Smart Objekt. So, das hat auch schön schnell gemacht. Hintergrund des Ganzen ist, ich kann nachher sehr schnell hin und her klicken, aber ich kann auch mit meinen Filtern weiterarbeiten. Das heißt, ich habe mit Color Effects zum Beispiel irgendwie mehrere Kontrollpunkte eingebaut und stelle nachher fest, ups, die Kontrollpunkte sind nicht so, wie ich sie gerne hätte. Für die Lightroom-Nutzer, die müssen dann wieder von vorne anfangen. Für die Photoshop-Nutzer, die dann halt ein Smart-Filter-Objekt genommen haben, eingerichtet haben, die können dann ganz entspannt wieder in den Filter, welcher auch immer, Color Effects, Silver Effects, ganz egal, können dann halt immer wieder eingreifen. So, jetzt starte ich mein Color Effects. Wo haben wir es denn? Über Selective Tool. So, das geht natürlich jetzt auch recht schnell. So, jetzt sieht man schon was. Er fängt immer mit dem zuletzt benutzten Filter an. Das ist so eine Eigenart von Color Effects. Man erschrickt sich da manchmal und sagt, ups, was hat er denn jetzt gemacht? Das ist ein Filter, den man anwenden könnte, muss man aber nicht. Denn was wollen wir erreichen? Wir wollen einmal, dass das Blau hier etwas, naja, etwas dunkler wird und hier unten aber einen dem halt Sonnenuntergang entsprechenden Bild, das ein wenig Bronze, Golden hinbekommen.
Das haben wir über verschiedene Möglichkeiten. Einmal entweder über die Bicolor-Filter, wie wir es gerade gesehen haben. Das blende ich jetzt aber nicht mehr ein, sondern gehen links über die Filterliste und haben hier eine ganze Reihe an Filtern. Ja, es sind 55 Stück. Wer es noch nicht kennt, jetzt sind wir hier gerade in den Bicolor User Defined gewesen. Dann haben wir auch noch die Graduated Filter User Defined und wir haben die normalen Graduated Filters. Und mit denen fangen wir am besten einmal an. Ich lösche den hier oben stumpf weg. So, jetzt ist das Originalbild wieder da, sonst denkt ihr nachher, ich schummel euch an. Graduated Filters. So, jetzt macht er schon natürlich immer etwas und ich sehe auf der rechten Seite im Farbset eine ganze Auswahl. So, wo will ich hin? Ich kann es mir in Ruhe angucken. Ich muss es ein bisschen langsamer machen, weil die Zeitübertragung dann doch etwas extremer ist. Man sieht es hier, Orange. Orange würde ich nehmen. Ja, oder gehen wir auch hier oben in den Kaffee? Nee, wir nehmen mal den Orange als Set 1. So, jetzt sieht das natürlich ein bisschen lustig aus, weil ich möchte den Sonnenuntergang ja nur nicht hier haben, sondern hier unten wollte ich es golden haben. Das heißt, wir haben hier oben mehrere Regler, über denen wir die Deckkraft steuern, wir das Mischungsverhältnis zwischen Vorder- und Hintergrund vertikal verschieben, das ist Standard, und horizontal drehen halt. Und wenn wir diese kleinen Reiter aufklappen, die sind immer unglücklicherweise ein bisschen versteckt, hätten wir noch die Möglichkeit, Plus- oder Minuskontrollpunkte in unser Bild einzufügen. So. Jetzt drehe ich das Ganze, um mal zu beginnen, um 360 Grad. Okay, jetzt sehen wir schon, das ist etwas verschoben. Und verschieben das vertikal in ungefähr 50%. So, da kann ruhig ein bisschen mehr sein, weil das leuchtet ja im Hintergrund dementsprechend auch, aber nicht zu viel, sonst wird es halt ein bisschen albern. Und drehen kurz am Mischungsverhältnis, das Mischungsverhältnis ein bisschen hoch. Ich übertreibe es mal, ich knall es mal auf 100%. Ja, es ist fast ein bisschen zu viel. So 80% und regeln hier wiederum die Deckkraft runter. Weil so golden kann es ja nun auch nicht sein. So, jetzt hätten wir fast schon den Sonnenuntergang produziert. Was haben wir gemacht? Das ist auch mal ganz interessant zu erfahren, was wir letztendlich gemacht haben. Wir haben nichts anderes getan als das, was wir früher mit unserer Glasscheibe mit unserem Glasfilter gemacht haben, ob oder Plastik von Kukin oder B&W und Hama und Hoya und wie sie alle heißen auf dieser Welt, die wir uns vorgeschraubt haben. So, da haben wir aber den Nachteil gehabt, alles, was wir über den Filter haben laufen lassen, ja, war natürlich dann durch die entsprechende Farbe des Filters eingefärbt worden. So, hier, weil die Personen ziemlich klein sind, fällt das sowieso nicht auf, sondern trägt hier noch ein bisschen mehr zur Stimmung bei. Auf der anderen Seite, man könnte jetzt, wenn man wollte, könnte man hier einen sogenannten Minuskontrollpunkt setzen und einfach um die beiden Mannequins herum und muss dann natürlich den Kontrollpunkt dementsprechend kleiner machen, weil es hinten dann etwas ausfressen würde. So. Naja. Den Kontrollpunkt verschieben können wir auch ganz einfach, beziehungsweise duplizieren, weil wir haben ja zwei People hier. Ich will es jetzt gar nicht übertreiben. Durch Drücken der Alt-Taste, das ist bei Windows und bei Mac komplett gleich, kann ich den Kontrollpunkt kopieren und in die nächste Person reinschieben. Jetzt will ich mal sehen, ob es funktioniert, wenn ich hier nebenan einen Plus-Kontrollpunkt setze, ob der das wieder eliminiert. Ja, er eliminiert es in der Form, dass ich hier herum alles habe, wie ich es haben wollte, die Personen aber weiterhin freigestellt sind, weil er geht nur auf das Schwarze in diesem Bildbereich. Muss ein bisschen aufpassen, weil hier auch in meinem Grund und Boden ein bisschen schwarz drin ist. Aber so funktioniert das grundsätzlich. Ja, ich nehme die Kontrollpunkte mal wieder weg, weil ich finde es hier nur gerade ein bisschen hässlich. So, im Himmel habe ich Wolken. Ich weiß nicht, wie die bei euch rüberkommen. Ich habe jetzt meinen Kontrollmonitor hier nicht, weil ich ganz einfach den Adapter von DVI oder wie die Dinger heißen, auf Mini DV am Mac vergessen habe. Das soll mal passieren. Also mache ich das mal ohne Kontrollmonitor. Man muss das ja auch mal können ohne Netz und doppelten Boden. So, hier habe ich noch die Möglichkeit, die Wolken etwas mehr im Kontrast herauszuholen. Dazu kann ich hier unten den Hinzufügen-Button drücken. Dieser Hinzufügen-Button ist neu in Color Effects 4. Die meisten von euch werden Color Effects 4 einsetzen. Ja, ich habe die Umfragen jetzt hier nicht gemacht, die bei Nix Software sind, sondern wollte die Minuten dann auch noch nutzen. Drücke einfach Hinzufügen. So, die Filterliste geht wieder aus und ich bin bereit, hier auf der linken Seite mir ein neues Filterset oder einen neuen Filter
auszusuchen. So, das machen wir jetzt auch mal. Jetzt können wir mal ganz spaßig sein. Wir könnten hier nehmen einen High-Key-Filter. Wir könnten aber auch den Detail-Extractor nehmen. Der Detail-Extractor ist damit Vorsicht zu genießen, weil es ist ein Kontrastfilter. So, und wenn ich Kontrastverschiebungen im digitalen Bildbereich mache, dann passiert Folgendes, nämlich ich mache eine sogenannte Kontrastverschiebung und produziere meistens ein Rauschen. Da muss man sehr vorsichtig mit sein, weil man verleitet leicht und sagt, oh, noch ein bisschen mehr Zeichnung, noch ein bisschen mehr Zeichnung. Und das kann dann kontraproduktiv werden, weil das ganze Ding nachher wieder anfängt zu rauschen. So, hier sitzt der Detail Extractor. Und er geht natürlich jetzt erstmal brutal übers ganze Bild. Ein Effekt ist, er hält das ganze Bild auf. Ja, ist so, wollen wir nicht. Und wir sehen jetzt hier je nach Monitorqualität, bei Ihnen ist es vielleicht noch ein bisschen schlimmer, hier so leichte Abrisse. Ja, das liegt aber an der Grafikkarte. Also das hat nichts mit der Software zu tun. Und es wird nachher im Ausdruck oder wenn Sie das Bild im Internet veröffentlichen, wird es dann dementsprechend nicht mehr zu sehen sein. So, das ist mir natürlich viel zu viel. Das will ich nicht. Ich kann mal ein bisschen spielen und sagen, so, jetzt gib mir mal, was denn überhaupt in dem Bild. So, ich sehe schon, wie die Wolken oben doch noch ein bisschen rauskommen im Himmel. Ja, sagen wir auch mal nur 50% des Ganzen. So, jetzt mache ich aber Folgendes. Ich arbeite mit Kontrollpunkten. Ich hau mir die Deckkraft hier runter, mache die auf 0. So, habe die Deckkraft jetzt auf 0 gesetzt über den kleinen Regler hier unten und setze sogenannte Plus-Kontrollpunkte. Ich habe jetzt hier oben meine globale Regelung gemacht. Ja, ich kann Kontrast auch noch ein bisschen hochziehen. So, dann wir auf 50%, habe ich gesagt. So, und den Radius-Effekt nehmen wir jetzt mal fein, dass er sich nur auf die feinen Bildbereiche ein bisschen beschränkt. So, Deckkraft ist 0 und nehme einen Plus-Kontrollpunkt und setze ihn hier ins Weiß der Wolken. Sehen Sie, zack, kommt das Weiß schon durch. Diesen Kontrollpunkt kopiere ich mir, so wie ich es vorhin auch gesagt hatte, mit der Alt-Taste, pressen der Alt-Taste und wieder ins Weiße. So, der Abstand der Kontrollpunkte, ich kann es immer nicht oft genug wiederholen, sollte die Hälfte des Durchmessers des vorherigen Kontrollpunktes betragen. So weiß die Software, ich möchte eine Linie ziehen und ich habe nicht das, was üblich wäre, hier Aussparung, denn wenn ich mehrere Kreise nebeneinander setze, ich sage mal so einen Tintenstrahldrucker mit sehr groben Tintentropfen, da würde genau das Gleiche passieren, nämlich ich hätte hier keine Effekte. So, da haben sich die Entwickler schon was bei gedacht, das funktioniert. Ja, und ziehe den noch mal ein bisschen rüber, aber nicht zu viel. So, wir bleiben auch nur im oberen Bereich und die Seite lassen wir einfach mal ein wenig aus. So, jetzt habe ich hier oben vier Kontrollpunkte. Und die möchte ich natürlich nicht immer einzeln nachregeln, sondern markiere sie mir. Und ich habe hier unten einen wunderschönen Gruppieren-Button. Klicke ich drauf. So, jetzt habe ich den letzten Kontrollpunkt, das ist dann der sogenannte der Master-Kontrollpunkt, den er sich aussucht. Da kann ich alle Kontrollpunkte über diesen einen Regler runterregeln, weil das soll ja nicht aussehen wie ein HDR-Bild. So, jetzt bleiben wir wieder bei den 50%. Jetzt haben wir allerdings 50% von 50%, weil hier oben in den globalen Reglern habe ich ja 50% eingestellt. So. Also haben wir theoretisch 25%. Okay. Was mir jetzt nicht gefällt, jetzt sieht man es hier bei den Graduated Filters, dass es mir ein bisschen zu sehr leuchtet. Okay, gehen wir noch einfach mal zurück und machen die vertikale Schiebung halt ein bisschen runter. So, dann gefällt mir das Blau auch ein bisschen besser und regeln noch mal die Deckkraft. Also unter auf ungefähr 50%, weil hier unten ist es doch schon ein bisschen arg. Hier könnte ich jetzt mit Kontrollpunkten wieder arbeiten und mir die Deckkraft dort regeln, wenn ich es denn haben möchte. Ja, das waren ein paar Dinge zu den Graduated Filters, so wie man so ein Bild jetzt ohne Erklärung, haben Sie gesehen, wird es vielleicht 2 Minuten dauern, dann wäre das Bild komplett fertig und ich hätte ein entsprechendes Sonnenuntergangsbild. Ich kann das Ganze jetzt noch ein bisschen aufpeppen. Und sage, okay, was fehlt mir noch? Hier fehlt mir noch ein schöner Rahmen. Und Rahmen heißt hier Image Borders. Macht ja Sinn, man sucht immer nach R. Wir nehmen jetzt mal den Rahmen Image Borders. So, und suche mir hier aus den entsprechenden Rahmentypen, ich habe 14 Stück, irgendeinen, der mir gefällt oder zum Bild halt passt. Ich finde den ganz witzig. Das ist aber Geschmackssache. Regel hier noch ein bisschen die Größe. Aber bitte achtet drauf, wenn ihr von vornherein wisst, dass ihr Rahmen benutzen wollt, ja, dann vergrößert die Arbeitsfläche, weil auch diese Rahmenfunktion klaut euch letztendlich eine ganze Menge vom Bild
weg. Also man kann sich vorstellen, wenn ich den Rahmen jetzt auf 100% setze, fehlen mir locker nachher 2, 3 Zentimeter. Und als kleiner Tipp, wenn das Bild gedruckt werden soll, etwas größer, ich sage es mal 60 mal 40, sollte man doch auf die Rahmenfunktion verzichten, weil sie da wirklich kontraproduktiv ist. Es kommen leichte Farbverschiebungen. Es gibt hier einen gelben Rahmen in den weißen Flächen. Das ist also nicht schön und würde ich auch dementsprechend dann gar nicht machen wollen. So, jetzt speichern wir das Ganze ab. Sie sehen einen kleinen Tipp nochmal vorweg oder, ach nee, mache ich beim nächsten Bild. So, drücke hier auf OK. So, jetzt hat, da das Bild klein ist, hat er das natürlich ziemlich, ziemlich schnell abgespeichert. So, jetzt zeige ich mal, ich habe jetzt Kontrollpunkte gesetzt. Ja, und jetzt zeige ich, was ich mit den Smart-Filtern meinte, für die, die es noch nicht wissen. Ich gehe hier einfach in das Color Effects. Schwupps. Und bin wieder da, wo ich vorher gewesen bin. Ja, ich kann hier auch wieder auf meine Kontrollpunkte zugreifen. Wir hatten welche gesetzt? Im Detail Extractor hatten wir Kontrollpunkte gesetzt. Und seht ihr, da sind die entsprechenden Kontrollpunkte und kann dann wieder weiterarbeiten und Berichtigungen durchführen. Okay, ja, jetzt habe ich noch was vergessen, was ich noch zeigen wollte. Ganz wichtig. Ich habe von den Bildern, so wie ich sie durchgeführt habe, euch Presets erstellt. Ich kann mit Color Effects Pro sehr schön Presets oder Rezepte, Recipes erstellen. Wenn ich eine größere Anzahl an Bildern habe, kann ich dann immer wieder schauen und sagen, ich nehme immer, greife immer wieder auf dieses Rezept zurück. Und das verbirgt sich hier unten links unter dem Reiter Zusammenstellung. Dahin komme ich, indem ich jetzt, wenn ich es dann so habe, wie ich es haben möchte, Speichern sage, halte dabei die Shift-Taste gedrückt. Das ist eine versteckte Funktion. Wenn ich die Shift-Taste gedrückt halte und Speichern drücke, dann speichert er die Kontrollpunkte mit ab. Das ist ganz wichtig. Gerade wenn man seine Recipes weitergeben möchte, so wie ich das jetzt mache, wäre die ohne Kontrollpunkte dann natürlich aufgeschmissen oder man müsste sich diesen Videofilm dann 10-mal anschauen und das wird dann auf die Dauer auch langweilig. Und hier nenne ich das Ganze, was weiß ich hier, Strandbild 1. Ich glaube, da sind noch welche im Hintergrund, nicht, dass sie da durcheinander kommen. Strandbild 1. Naja, Rechtschreibung schwach, Strandbild. So vorsichtshalber doch nochmal hier auch die Shift-Taste drücken. Genau. So, hier finde ich das Recipe Strandbild 1, was wir gerade gemacht haben. Ja, so. Dann habe ich jetzt aber einen entsprechenden Vorteil. Ich habe ja schon mal eins gemacht, nämlich Sonnenuntergang Meer habe ich das genannt und das liegt auch euch dabei, weil da sind mehr Funktionen drin. Jetzt wechsle ich einfach mal, klicke hier auf das Recipe Sonnenuntergang Meer und hier kann man sehen, was hat er denn noch alles gemacht, der Friede. Ja, hier haben wir Graduated Filter, wir haben Bicolor eingesetzt, wir hatten Bicolor User Defined gemacht. Wenn ich jetzt den Graduated wegnehme, bin ich logischerweise wieder da, wo ich vorher war, konnte das Ganze, so wie ich es vorhin gesagt habe, auch mit den Bicolor Filters hinbauen, die auch natürlich zum Paket Color Effects Pro 4 gehören. Und wir sehen, hier haben wir den gleichen Spaß, ein bisschen anders aufgebaut, bisschen andere Farbsets, ja, letztendlich muss es dann jeder selbst entscheiden, welchen Filter ihr nimmt. Nehmt. Hier sind also in dem Recipe, was ihr kriegt, sind alle Möglichkeiten drin, die ihr nutzen könnt. So, und wenn ich dann einfach sage, nur ich gehe doch wieder zurück zu dem anderen, schwupp, ist das wieder da, was wir gerade gemacht haben. Eigentlich könnte ich euch beide geben. Ich speichere das nochmal eben kurz ab. Das geht ganz einfach. Das hieß ja Strandbild 1. Hier oben auf den kleinen Pfeil drücken und dann exportiere ich das Ganze. Und nennt sich sinnigerweise auch Strandbild 1. Ups. So, und sichere das hier rein. Man sollte auch mit seinem Mac umgehen können. Dann ist das schon. Ach, da sind die ganzen drin. Nee, das wollen wir lieber nicht. Da mache ich es nachher. So. Da und sagen hier nochmal okay. Ja, das war sozusagen das erste Bild mit den Möglichkeiten. Ich komme nachher auch noch dazu, wenn man es nicht mit einem Smart-Objekt macht, dann gibt es noch eine Funktion mehr, die sich dann eröffnet in Color Effects oder in allen anderen Filterpaketen letztendlich auch. Ist auch eine ganz interessante Variante, was man dann damit machen kann. Am besten funktioniert das dann nämlich, das ist die Pinselfunktion mit einem Grafiktablett, weil mit der Maus ist es dann doch ein bisschen
schubberig das Ganze zu machen. Dann starten wir mal mit dem nächsten Bild. Und da hatten wir letztes Mal und na, diesmal auch haben wir das Heidebild gehabt. Jo. Ich gebe, glaube ich, am 24. ist das nochmal ein Webinar bei Nix Software. Da geht es ausschließlich um Bearbeitung von, ja, sage ich mal, Bilder wie die Meister, nämlich aus der Lüneburger Heide. Wir sind jetzt auch, glaube ich, im November, am 2. bis 4. November auch in der Lüneburger Heide. Da mache ich einen 2,5-Tages-Workshop, also mit Übernachtung, mit Essen, mit allem Pipapo, was dazugehört. Und dann bietet sich das natürlich an, wenn man dann auch euch als Nix Software-Nutzern auch mal zeigt, was man mit den Bildern machen kann. Das soll euch natürlich nicht hindern, wenn der ein oder andere möchte, natürlich gerne an dem Workshop teilzunehmen. So, was habe ich mit diesem, jetzt hatte ich fast gefragt, wer weiß, was es ist, mit diesem Wacholder Busch vorgab. So ist es ein Bild. Okay, ich habe hier oben ziemlich ausgefressenes Weiß, ja, was hart im Kontrast zum Grünen steht, was jetzt wirklich keine schöne Anmutung hat, das ganze Bild. Also das ist, ja, die Idee war da von mir, aber es ist deutlich verbesserungsfähig. Und wenn ich jetzt meinen Monitor nochmal eben runterregel, nämlich auf 50%, damit ich auch vernünftig arbeiten kann, so, sonst wird mir das Ganze nämlich viel zu hell, sehe ich auch, wo die dunklen Stellen im Bild sind. Hier habe ich allerdings zwei Produkte eingesetzt. Ja, ich werde jetzt trotzdem nochmal die Ebene kopieren. Entschuldigung, duplizieren. Schnell das Smart-Objekt gestellt. Falls ich mich verdaddle, ist das in der Präsentation immer besser, wenn man das halt mit dieser Funktion Photoshop nutzt. Okay, angefangen habe ich mit Vivesa. Vivesa ist für mich da mal ein bisschen existenziell, weil ich damit Schattenaufhellung praktizieren kann. Ich kann Strukturen reinsetzen, ohne jetzt die großartigen Kontrasterhöhungen, Kontrastverschiebungen, wie zum Beispiel mit dem Detail-Extractor aus Color Effects 4 zu produzieren. Also ich habe dann kein Rauschen im Bild, weil Schattenanpassung ist deutlich anders, eine andere Funktion, als wenn ich jetzt Helligkeit ins Bild reinbaue. Ja, was habe ich gemacht? Schattenanpassung habe ich gesagt. Okay, ich nehme hier gleich einen Kontrollpunkt. Was erscheint mir ein bisschen zu dunkel? Hier ist ein sehr dunkler Bereich. Da kann ich nochmal reingehen und schauen, ob ich da noch ein bisschen Zeichnung rauskitzeln kann. Hier nehmen wir jetzt mal Schattenanpassung, ziehe das ein bisschen höher. Jetzt muss ich das natürlich kleiner machen, weil hier ist so viel Grün drin. Da kann der sich gar nicht drauf beschränken. Ich sollte es auch nicht übertreiben. Der Unterschied zur Helligkeit, zur Schattenanpassung zeige ich jetzt einfach mal, indem ich am Helligkeitsregler drehe. Ja, es frisst aus, es wird wässrig, es wird weiß. Das passiert euch nicht, wenn ihr den Regler Schattenanpassung nehmt. Ja, man kann es hochziehen. So, jetzt bin ich schon auf 70%. Also man soll es so lassen. Ein Tipp von mir, es hat sich jetzt mittlerweile eingebürgert, dass alles überall Zeichnung haben muss. Jeder dunkle Bereich wird aufgehellt und ich finde es einfach grauselig, weil da, wo es dunkel ist, da soll es auch dunkel bleiben. Weil wo Licht ist, ist Schatten und eine Cola-Dose oder eine Cola-Flasche im Tunnel fotografieren, dann ist das Ding nun mal um Verrecken schwarz. Ja, jetzt kann ich da mit Vivesa oder was weiß ich für ein Tool beigehen oder Photoshop und ziehe das hell, weil, oh, da habe ich ja Zeichnung drin und überall habe ich irgendwas zu sehen in meinem Bild. Irritiert das Auge und ich finde es dann schon ein bisschen übertrieben, was da heute mit den ganzen Softwarepaketen gemacht wird. Viel wichtiger finde ich, wenn ihr solche Aufnahmen macht und ihr habt schon dieses, nur die Situation bei richtigem Sonnenlicht zu fotografieren, weil es eben keine Zeit ist, achtet darauf, dass ihr abblendet. Weil hier frisst es kein Brot. Es war zwar sehr windig, deswegen war das auch okay, weil ich mir gesagt habe, vielleicht schaffe ich es ja durch den Wind, durch die Windböen, dass, wenn ihr unten schaut, na, diese Gräser, dass sie dann eigentlich nur noch eine farbeinheitliche Suppe ergeben, hat nicht so ganz funktioniert, aber doch schon ansatzweise. Und hier oben blendet ab. Wenn ihr hier mit Blende, was weiß ich, 4, 5 oder 5, 6 rumeiert in dem Bild, dann frisst es oben richtig radikal aus. Also man hat besti ihr habt bestimmt schon mal diesen Effekt erlebt, dass hier oben so ganz komische Ausrisse drin sind, wo man sagt, hä, was ist das denn? Das habe ich ja nie so gesehen. Das passiert einfach, das sind Abrisse. Das kann man bei der Blendenöffnung halt dann nicht verhindern. So, da es mir jetzt aber doch ein bisschen zu hell hier oben ist, schnell, ohne lange rumzureden, ziehe ich die Schattenanpassung hier auch ein bisschen runter. Das geht nämlich auch andersrum. Das Ganze so, jetzt wird schon ein bisschen besser. Den schnappe ich mir auch hier in Vivesa rüber,
rüber. Die können ruhig überlappen, das ist völlig egal. So, den ziehe ich da rein, den mache ich mal ein bisschen kleiner. Sonst haut er mir unten ins Gras, obwohl das ist sogar gewünscht. Ja, fällt nicht großartig auf. So ist es vielleicht schon ein bisschen hell, das Gras unten. Dann auch noch mal einen hier rein. Und hier können wir auch ruhig mal den Helligkeitsregler nehmen, den ein bisschen runterziehen. So, und noch ein bisschen Struktur rein, weil das ist so ein schönes Ding von Vivesa. Man kann eben halt einfach mal ein bisschen Struktur reinziehen, so nicht übertreiben und wieder ein bisschen kleiner machen. Umso weniger muss die Kiste rechnen. So, das reicht jetzt auch schon, was ich mit Vivesa machen wollte. Das speichere ich jetzt ab, das Bild. Zack. So, und gehe sofort in den nächsten Filter und jetzt wieder in unser Color Effects. Ihr seht, er fängt wieder mit dem letzten an, womit ich aufgehört habe. In diesem Fall ein bisschen doof. Den nehmen wir jetzt mal gleich weg und gehen links in die Filterliste. Okay. So, was will ich hier machen? Ich möchte die Grüntöne, Grün-Gelb-Konstellation. Ja, ich möchte das Ganze ein bisschen mehr zum Leuchten bringen. Ob es mir jetzt gelingen wird, weiß ich nicht, aber ich denke mal, ein bisschen Sonne schadet dem Bild nicht, ein bisschen satteres Grün schadet dem, weil es ist so eine grüne-grün-Suppe, das Ganze. Da bietet sich ein Filter an, der nennt sich Foliage. Hört sich an wie Folie, ist auch so. Ja, und man sieht, ups, nur alleine durch das Drücken dieses einen Knopfes hat er die hellen Grüntöne herausgehoben und die dunklen gesättigt. Ist doch wunderbar, da braucht man sich doch gar nicht viel abkaspern mit der ganzen Geschichte. Und man kann die Intensität, wenn man möchte, auch noch erhöhen. Aber das wird ja nur ein bisschen krass, jedenfalls bei mir auf dem Monitor. Ich sag mal, ich bleibe hier doch entspannt bei den 50% hängen. Mehr will ich da gar nicht nehmen und arbeite hier allerdings auch im ersten Step, um zu schauen, halt nicht mit dem Kontrollpunkt. Hinzufügen, nächster Filter, Detail Extractor. Ja, weiß nicht genau, nee, würde ich nicht unbedingt nehmen. Nehmen wir den Sunlight, weil wir wollten ja Sonne rein haben. Sunlight. Ich mache ihn mal weg, weil es geht immer so sehr schnell bei den kleinen Bildern. Ja, jetzt sieht schon wieder ein bisschen überstrahlt aus, das Ganze. Also es ist schon wieder ein bisschen zu viel Sonne. Alleine mit dem Foliage war es schon besser. Also müssen wir das regeln. Was können wir machen? Wir stellen die Prozente ein. 20% ist okay. Womit wir aber spielen können, ist die Lichttemperatur. Also die sogenannten Kelvin. Ihr kennt das alle. Achso, ich sollte den Knipser auch mal anknipsen. So, ich wundere mich schon, warum hier nichts passiert. Bin schon fast im hellen Blau angelangt. So, ich spiele es mir hier hin, Helligkeit ein bisschen runter. So, Kontrast würde ich auch nicht erhöhen, kann ich auch noch ein bisschen runtergehen, sogar mit dem Kontrast. Dann helfe ich mir hier oben noch ein bisschen an dieser scharfen Kante. Und Sättigung kommt minus 10. Okay, ich gehe mal hoch. Das ist schon, was man da rausholt. Man muss eins wissen, Nix Software arbeitet so, wir fügen der Datei nichts hinzu. Ich arbeite jetzt theoretisch nur mit den Möglichkeiten, die im RAW-File enthalten sind. Für die Naturfotografen unter euch ist das wichtig, weil es gibt immer oft die Devise bitte, bitte fügt den Bildern nichts hinzu. Und das kann ich auch verstehen, weil nicht umsonst stehe ich in Lünen und nicht umsonst gebe ich Kurse zum Thema Naturfotografie und treibe mich da oben in Lappland rum. Wenn ich jetzt anfangen würde, hier auch noch großartige Farben hinzuzufügen, hat das für mein Empfinden nicht mehr sehr viel mit Fotografie zu tun. Auf der anderen Seite sage ich aber, in letzter Konsequenz zählt das Resultat. Ja, denn das ist wichtig, wenn der Betrachter vor meinem Foto steht und sagt, wow, das gefällt mir, das kaufe ich oder wie auch immer, das schaue ich mir gerne an, dann habe ich ja mein Ziel locker erreicht. Dann haben wir den Sunlight und jetzt nehmen wir einfach unseren klassischen Graufilter. Ich kann noch einen Filter hinzufügen. Wo ist er denn hier? Graduated Neutral Neutral Density.
Okay, jetzt kriegt das Ganze noch wieder ein bisschen mehr Kraft, ein bisschen mehr Sättigung. Ja, ich kann den und sollte ihn auch vertikal verschieben. Ich versuche jetzt einfach dadurch, ups, dadurch den oberen Bildbereich ein wenig zu retten. Ja, drehe die obere Helligkeit noch weiter runter, aber es will mir nicht so ganz gelingen bei diesem Foto. Aber ich finde, es ist schon deutlich besser. Welche Prozentzahlen haben wir denn hier? Obere hin, ja. Okay, das können wir so lassen. Jetzt füge ich noch einen hinzu und versuche damit ein bisschen hier oben das Blau vielleicht rauszufingern. Die muss ich gleich mal verschieben. Dann zeige ich nämlich, dass man die Filter ja auch ineinander verschieben kann. Dann gehe ich wieder auf meine Graduated Filter und nimm hier, jetzt habe ich es hier oben blau, nimm hier oben auch das Farbset 1, gehe aber mit der Deckkraft deutlich weiter runter. Ja, da sind wir, bewegen wir uns vielleicht so, dass es eben für meine Verhältnisse hier noch angedeutet ist. Verschieben das Ganze vertikal dementsprechend nach oben, muss dann wieder die Deckkraft erhöhen. Es ist ein bisschen Spielerei. Mischungsverhältnis zwischen wir auch mal etwas hoch. So, jetzt sind wir ungefähr bei 60% und ich meine, das ist relativ gut. Jetzt haben wir ein bisschen Blau drin. Man könnte fast sagen, man lässt es weg. Jetzt echt mal gucken. Wird das Grau, Blau zu Grau, wenn ich das einfach mal sagen dürfte, ja. Ich nehme ihn ja nochmal weg. So, aber was mir aufgefallen ist, ist jetzt in meinem Filter Foliage. Ich sollte doch ein bisschen mit Kontrollpunkten arbeiten. Der Set 1 war richtig. Kontrollpunkt haben wir. Jawohl. Und ich setze zwei Kontrollpunkte hier in die Bäume, weil da ist es mir doch ein bisschen zu viel geworden. Zwei Minuskontrollpunkte. Nehmen wir einmal hier. Und den verschieben wir jetzt auch nochmal rüber. Mit Kopieren. So, da haben wir da zumindest die Deckkraft unseres Filters auf 0. Und wenn wir jetzt den noch wegnehmen würden, dann könnte man auch dementsprechend. Seht ihr? So, jetzt wird es gelber. Das habe ich einfach durch den Graduated Filter mir zerstört. Deswegen lasse ich den weg. Den lösche ich auch, weil umso mehr Rechenkapazität braucht der Rechner. Jetzt seht ihr, das ist auch live. Ich habe hier keine großartigen Skripts liegen, die ich arbeite, sondern ich arbeite hier wirklich dementsprechend mit der Software live am Arbeitsplatz. Ja, und als letztes, ich weiß gar nicht, ich finde es jetzt schon gar nicht so schlecht für die kurze Zeit. Und in letzter Konsequenz kann man noch eins machen, da man arbeitet, was man früher gemacht hat, immer schön mit dem Soft-Fokus drumherum. Den muss ich auf den richtigen Filter, ich muss mal in den unteren gehen und füge hier noch den Classical Soft-Fokus hinzu. Ich hoffe, der ist jetzt auch unter C. Jupp, da ist er zu finden. Zufügen. Es muss ein bisschen mehr rechnen. Hier sieht man schon die Einstellmöglichkeiten. Die Ausbreitung ein bisschen nehme auf 50%. Die Stärke, mal sehen, ob wir es noch hinkriegen, dass bei euch der Effekt ankommt. Ja, das ist so, was man früher gemacht hat mit der Vaseline. Ja, da hat man einen Filter genommen, irgendeinen billigen Filter und hat den vorher mit Vaseline eingerieben. So hatte man einen leichten Soft-Focus-Effekt erzielt und dann hat man häufig bei Porträtaufnahmen genommen, aber macht sich ja auch so. Was will ich aber jetzt nicht? Ich möchte nicht, dass hier unten meine Wacholderbüsche auch gesoftet werden, weil dann sieht es wirklich bald aus wie Hedwig Kurz Mahler hier. Nehmen wir schnell einen Kontrollpunkt, Minuskontrollpunkt, einen rein hier, dann wieder mit der Alt-Taste kopiert, sodass mein schöner Busch dementsprechend noch seine Struktur erhalten hat. So, jetzt bin ich fast mit dem Bild fertig. Übrigens kann man das auch in einer 100%-Ansicht sehen, indem man einfach nur auf die Space-Taste drückt. Ja, wenn das jetzt eine Datei wäre mit größerem Inhalt, würde ich jetzt natürlich sehr schön en Detail sehen können, ja, in der 100%-Ansicht, was ich dort gearbeitet habe. Aber ich habe es begrenzt auf 1280 mal, ich glaube 850 Bildpunkte sind das hier, irgendwie 848. Mehr hat das Ganze nicht. Okay, das war das zweite Bild.
Okay, abspeichern. Weg ist das Ganze. Hier kann ich jetzt wunderbar vorher, nachher. Das ist jetzt subjektiv. Ich weiß auch nicht, wie es bei euch aussieht, ob das Bild jetzt gut ist oder viel zu bonbonhaft geworden ist. Ich gucke jetzt hier halt an meinem Mac-Monitor, am ganz normalen Monitor und beurteile es danach. Aber Smartfilter haben wir jetzt gelernt, kann ich ganz schnell hier durch ein- und ausschalten. Also vorher, nachher Ansicht. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, jetzt muss ich erstmal einen Schluck trinken, ja. Okay. Als drittes Bild habe ich das Felsenbild aus Helgoland vorbereitet. Ja. Wir waren 2 Tage in Helgoland, schön windig. Wir haben Robben fotografiert, wir haben Basthölpel fotografiert. Wunderschön, hier sieht man sie noch sitzen am Rand. Richtig Sturm gewesen. Also es ist alles da, was man braucht. Aber letztendlich gibt es oft Bilder, die so wie dieses hier einfach mit nach Hause kommen und man sagt, naja, so der Brüller ist das jetzt ja nun nicht gerade hier, so diesen Felsen mit den Nieden. Aber dafür haben wir ja nichts Software und können einiges damit bewirken. Okay. So, hier haben wir auch wieder. Und das lasse ich jetzt mal weg. Jetzt mache ich mal kein Smart-Objekt. Ups, ich machte kein Smart-Objekt. Jetzt nehme ich den wieder Color Effects, weil wir haben ja heute mehr oder weniger so einen Color Effects Abend. Aber ich werde euch zeigen, wie man auch mit Color Effects letztendlich wunderschöne Schwarz-Weiß-Bilder produzieren kann. Das geht nämlich auch recht gut, weil wir ja vorher eine Kombination an verschiedenen Filtern wie Kontrastfilter nutzen und dann kann ich damit auch wie in Silver Effects, da ist es natürlich ein bisschen komfortabler, aber es sind immerhin, naja, 199 Euro oder wenn ihr es ein bisschen billiger kriegt, 180 Euro, die ich ausgebe, die ich mir vielleicht, wenn ich nicht so oft in Schwarz-Weiß unterwegs bin, mit ein bisschen Geschick sparen kann und es ist immer noch wesentlich schneller als wenn ich es mit Photoshop mache. So, hier fängt er natürlich netterweise gleich wieder an mit dem Foliage. Hier nehmen wir aber nicht Typ 1, sondern hier nehmen wir Typ 3. Hier sieht man schon, da verbirgt sich einiges hinter. Nämlich, ich will die Grüntöne rausarbeiten. Nicht die Grün-Brauntöne, so wie ich es hier habe, sondern die Grüntöne. Und gehe mit der Intensität hoch. Wenn ich auf 100% gehe, der Teil ist ein bisschen kleiner, der schadet das nichts. Kann ich auch ruhig machen. Da bleibe ich auch oben bei 100% kleben. Kontrollpunkte brauche ich theoretisch nicht, obwohl er mir hier doch ein bisschen grünlich jetzt geworden ist. Warum? Weil hier in dem Felsen irgendwelche Gräser drin sind, die Color Effects jetzt mitnimmt und dann auch grün färbt. Und das ist natürlich dann nicht so gut, aber wir nehmen einen Kontrollpunkt und natürlich einen Minuskontrollpunkt, weil ich keine Lust habe, mir hier jeden Grashalm einzeln anzupicken für den Filter. Minuskontrollpunkt hier rein und man sieht schon, den kann ich auch ruhig größer machen. So. Eben ein-, zweimal kopieren. Und da die Kontrollpunkte nach oben hin weich weglaufen, kann mir da auch nicht allzu viel passieren. Nur den hier sollte ich natürlich kleiner machen, weil sonst bin ich oben im Gras. Ja, dann wird das nix. So, da setzen wir nochmal ein, zwei hin. Und dann sind wir super glücklich. Ja, komm. So viele Kontrollpunkte hatte ich in dem Bild noch nie. So, das war der erste Filter. Vorbereitende Maßnahme. Zweiter Filter wird der Detail Extractor sein, weil hier kommt der richtig zur Arbeit. Hier habe ich unten den Felsen. Hier will ich noch ein bisschen mehr rausarbeiten aus diesem Sandsteingemisch, was es dort ist. Hinzufügen drücken, aber was passiert, wenn ich nicht hinzufügen drücke? Ich nehme es mal nicht hinzufügen und gehe in den Detail Extractor. Da ist er. Und jetzt ist mein Foliage weg. Das ist der Mist, weil Nix Software dann in dem Augenblick das komplette Filterset bzw. den letzten Filter, den ich genommen habe, überschreibt. Helfen kann ich mir seit Color Effects 4 mit der Historie. Ist nichts Weltbewegendes, aber hilft ungemein. Nämlich ich gehe in die Historie, Kontrollpunkt 9 war das letzte, was ich gemacht habe. Puh, hurra,
Ich bin wieder da, kann wieder in meine Zusammenstellung gehen, Entschuldigung, in die Filterliste und fange wieder an, nimm hinzufügen. So, und jetzt mache ich es richtig. Detail Extractor. ABCD. Mann, ist das klein. So, jetzt hat er das Bild wieder aufgehellt. Das ist ein unangenehmer Nebeneffekt, ist aber so. Ich kann es auch nicht reden, indem ich die Schatten anpasse. Da passiert gar nichts. Da passiert auch nichts. Radiuseffekt jetzt mal wieder auf Fein. Man sieht, vielleicht sehen Sie es, wenn ich jetzt auf Normal gehe, wie es hier, wie es sich, zeige ich mit dem Finger auf dem Bildschirm, wie es hier sich verändert, wenn ich, das ist Normal, Fein. Ja, bleibe es mal auf Fein. Okay, so und sagt, wie viel will ich dann rausholen aus dem Telexport? So, bleiben mal bei den 50%. Jetzt sieht es ganz fiese aus, das kriegen wir aber gleich hin. Kontrollpunkt, Regelung auf 0, plus Kontrollpunkt setzen und hinein. Jetzt habe ich hier, wenn Sie hier schauen, kriege ich hier auch eine wesentlich schärfere Kante und Tiefe ins Bild. Jetzt nehme ich den mal weg. So. Und mal rein. Muss man ein bisschen spielen, dass man die entsprechende Farbe hat. So. Und jetzt muss man ein bisschen kopieren. Das kennen wir ja schon. Da, wo ich es haben möchte. Im hinteren Bereich wird mir das nicht viel bringen. Wenn ich jetzt den hinteren Felsen nehme, seht ihr, dann wird das eher noch matschiger und sieht so ein bisschen ausgefressen aus, das Ganze. Sollte man nicht tun, weil hier vorne ist ja ist es ja drauf scharf gestellt. Hinten haben wir ja gar nicht die Schärfe draufgepackt, sondern wir haben die Schärfe ja vorne draufgepackt. Okay. Das sollte reichen dazu. So, was ist jetzt passiert? Jetzt nervt es mich hier natürlich rum, weil vorher war das Wasser schön smooth. Jetzt habe ich hier meine Kontrollpunkte gesetzt, die ich jetzt auch noch mal ins Wasser ein bisschen. Seht ihr? Da. Ich habe es jetzt umgekehrt gemacht, als ich es beim ersten Mal gemacht habe. Das passiert, wenn man nicht mit Kontrollpunkten arbeitet. Jetzt habe ich da nämlich wieder 100% Schärfe im Wasser. Ja, man sieht das. Muss jeder selbst entscheiden, was er möchte. Ich nehme den mal gleich wieder weg. So, dann stört er auch nicht rum. Das war das. So, jetzt kommt ratzfatz der nächste. Hinzufügen. Jetzt würde ich fast nicht lachen. Nehmen wir den High Key Filter. Okay. Highkey, warum nehme ich den Highkey? Weil mit dem Highkey-Filter kann ich wunderbar, ja nicht das ganze Bild, mit Sicherheit nicht, kann ich aber die weißen Stellen im Bild etwas mehr herausarbeiten. So, jetzt machen wir das gleiche Spiel, wie wir es hatten. Wir gehen auf die Deckkraft des Filters, sagen wir 0, plus Kontrollpunkt und dann natürlich dementsprechend kleiner. Entschuldigung, falsch gegriffen. Kleiner. So kann ich mir mit Kontrollpunkten behelfen. Da, wo ich meine, dass es Sinn macht. Hier. Nicht übertreiben. Nur so leichte Akzente setzen. Ich kann auch selbst unten auf dem Wasserspritzer auch noch ein bisschen was draufsetzen. So, jetzt gucke ich mir das Ganze mal an. Ich klicke da mal raus. Aus der Geschichte und vergleiche oben mit dem kleinen Button. Noch sieht es vorher fast besser aus. Ja. So, und gehe jetzt über den letzten Filter und jetzt kommt nämlich wieder unser berühmter Graufilter zum Tragen, der immer eingesetzt wird bei mir, aber bei mir wird er schon beim Fotografieren eingesetzt. Also normalerweise fotografiere ich nicht ohne Graufilter. Bruch ist immer, hast du Scheiße, kriegst du Scheiße, weil wenn du ohne Graufilter arbeitest, hast du keine Kontraste, hast du keine satten Farben im Bild. Und gerade bei der Landschaftsfotografie sollte man mit einem Grauverlaufsfilter immer unterwegs sein. Ja, also das ist für mich zwingend erforderlich und ich sage auch immer ein Stativ mit dabei zu haben. So, die untere Helligkeit nehmen wir auch noch mal ein bisschen runter. Und jetzt sind wir da, wo wir, jetzt muss ich noch ein bisschen vertikal spielen. So, jetzt ziehen wir ihn mal hoch. So, bup, 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 bup.
und spielen noch ein bisschen mit der Helligkeit, obere, untere Helligkeit. So, also bei mir sieht es jetzt recht gut aus. Ich habe hier ordentlich Zeichnung erreicht, die ich vorher nicht hatte. Ich habe hier auch noch den Felsen, weil der war hellrot, der hintere Felsen war dunkelrot. Das fand ich interessant. Und hier unten habe ich mit Photoshop geschummelt. Ich gebe es ja zu. Diese blöde Betonwand, die ging hier so ins Meer rein. Und da habe ich einfach gesagt, das Ding, das stört, das muss einfach weg. Was extrem ist, ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf Helgoland war, da wo die Basstölpel sitzen und brüten. Ich mag es gar nicht sagen, deswegen habe ich die Aufnahmen auch nicht genommen. Ich fotografiere fröhlich von da oben runter und denke, oh, das sind ja tolle formatfüllende Sachen hier. Und als ich die dann am Rechner angucke, sehe ich, dass die kein Seetang geholt haben für ihre Nester, weil die sitzen ja direkt auf den Steinen, sondern sich Fischernetze geholt haben. So, und wenn man dann dazu das ja nochmal anguckt, sieht man, dass in ganz vielen Nestern schon sehr viele tote Jungvögel drin hängen, kopfüber, die sich in den Netzen verheddert haben. Ob das dann so im Sinne des Erfinders ist, ich meine, das weiß ich dann auch nicht. Da blutet so jedem Naturfotografen halt das Herz, aber man kann es in dem Fall nicht ändern. Okay, jetzt haben wir noch eine Funktion hier, was ich vorhin gesagt hatte, Pinsel. Jetzt klicke ich da einfach mal drauf. Ich habe jetzt kein Grafiktablett hier eingebaut. So, jetzt geht die Pinselfunktion von Photoshop auf. Hier sehen Sie, hier ist der Pinsel aktiviert, links in der Seite. Hier oben kann ich meine ganz normalen Einstellungen machen. Ich meine, 2048 ist ein bisschen viel. Das Ganze, wir bleiben hier unten, also ist ja nur zum Demonstrieren. Wenn es denn funktioniert, wollen wir hoffen. So, und gehe auf Malen. So, jetzt habe ich hier meinen Pinsel, so Gott will, und könnte jetzt hier die Bereiche, achso, er ist wieder auf 2048 zurückgesprungen. Entschuldigung, das ist ein bisschen viel. Dann nehmen wir mal 65. So, und gehe jetzt mit dem Pinsel und sage, ich möchte nur die Teile akzentuiert haben, ja, die ich auch benötige. Das ist also eine sehr komfortable Geschichte und wenn ich dann fertig bin, sage ich einfach anwenden und dann ist es gewesen. Ich sage jetzt aber mal abbrechen. Verwerfen. So, jetzt bin ich wieder bei dem Bild, wo ich vorher gewesen bin. Und da ich kein Smart-Objekt gesetzt habe, ist es natürlich in diesem Fall ärgerlich, da ich ja nicht mehr zurückkomme. Aber jetzt bin ich ein fauler Sack und mache das auch nicht, sondern gehe in das Heidebild. Ich hatte ja gesagt, wir können daraus ein Schwarz-Weiß-Bild produzieren. Wo wir es dann letztendlich draus machen, ist egal. Gehen hier wieder in das Bild zurück. Nehmen als Filter hinzufügen und dann BW-Conversion. Hier oben ist der Filter. So, jetzt ist er natürlich, wow, voll duster, die ganze Geschichte. Gehen die Reiter, guck, was ich machen kann. Tonleitanzer, dynamischer Kontrast. Naja, gut, das ist hier ein bisschen kontraproduktiv. Wir bleiben auch dabei, BW Conversion. Und hier habe ich eine Filterfarbe. Und diese Filterfarbe, ja, sie ist letztendlich das, was ich auch früher mit Rot, Blau, Gelb, Grün Filtern gemacht habe in der Schwarz-Weiß-Fotografie. Hier richtet sich das nach den. Diese Gradeinteilung hier oben, muss man wissen, richtet sich nach dem Farbkreis und bei 60 Grad ist eben halt dieses Gelb. Ich gehe mal auf Rot ungefähr, so, um die Kontraste ein bisschen zu erhöhen im Grün. Das war früher so. So und. Oder lassen wir es so? Nö, wir bleiben einfach bei. Das lassen wir da. 50, 51%. So, jetzt ziehe ich mal ein bisschen die Helligkeit hoch. Und ihr seht, ah, da kommt ja schon ein einigermaßen kontrastreiches, vernünftiges Schwarz-Weiß-Bild zum Tragen. Ich kann jetzt wiederum mit dem Kontrast hier spielen. Muss man nicht Zufälle. Ja, und die Stärke. Ja, die Stärke der Wirkung. Okay, jetzt habe ich hier oben einen ganzen Ranz an Filtern davor gesetzt und wollen mal schauen, was passiert, wenn ich einige Filter davon einfach mal lösche. Nehmen wir den Graufilter weg. Ihr seht, zack. Das ist schon wesentlich heller geworden. Jetzt kommt das Grün hier schon raus, so ein bisschen wie eine Infrarotaufnahme in diesem Bereich. Ich kann den Sunlight rausnehmen. Ja, oder kann auch mit den Filtern spielen und sage, okay, ich ändere jetzt mal ein bisschen die Helligkeit hier um. Dann sollte sich im Filter, ihr seht, auch die Helligkeit. Es sind immer andere Effekte, die ich erzielen kann, ohne dass ich jetzt großartig mir eine andere Software
anschaffen muss. Und jetzt kommt so ein kleiner Trick, da werden mich die Nix-Software-Leute wahrscheinlich für würgen, weil wir haben ja Kontrollpunkte. Und ihr kennt das alles, alle mit, was weiß ich, Mädchen mit roter Rose in der Hand, Schwarz-Weiß-Bild. Das kann ich hier nämlich auch machen. Ich nehme nämlich einfach nur einen Kontrollpunkt, nämlich einen Minus-Kontrollpunkt in meinem Schwarz-Weiß-Filter, setze den hier rein, machen wir beispielhaft hier in den Baum und ihr seht, hey, der Baum ist wieder grün. Ja, so kann ich das natürlich auch in kleinen Bereichen machen oder wenn ich es möchte, sogar mit meiner Pinselfunktion und dann kleine Sachen wieder farbig machen. Also das nur so am Rande ein kleiner Trick, wie man noch ein bisschen was aus den Bildern herausholen kann. Komm, jetzt lassen wir es auch so. Lassen wir es so? Wir lassen es so. Okay, speichern wir so ab. So, jetzt haben wir hier ein Schwarz-Weiß-Bild. Vorher, nachher. Sieht in Schwarz-Weiß fast besser aus als in Farbe. Okay. Wir haben drei Bilder gemacht. Wir haben den Felsen gemacht. Den habe ich wieder verranzt. Wir haben das Bild hier mit unserer Strandtechnik gemacht. Und ich hatte ja gesagt, wir wollen ja nochmal schauen, wie wir das mit Lightroom machen können. Und ich sage, jetzt muss das Lightroom leider hier heraus aufrufen, weil ich es nicht im Dock habe. So, hier haben wir schon ein Bild, das ist wieder ein Helgoland-Bild, das war ein Robbenbild. Warte, 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 warte. Genau. So, Lightroom, rechte Maustaste, ganz klar, einfach, bearbeiten in und hier habe ich meine ganzen Filter. Okay. So, das Blöde ist bei Lightroom, dass ich eben wie gesagt nicht wieder in die Filter rein kann. Ich nehme jetzt mal Silver Effects Pro, damit man einfach was sieht. Nehmen wir nicht das Bild, das ist doof. Nehmen wir einfach mal hier so ein Farbbild. Das sieht jetzt relativ puppig aus. Die drei, das waren auf der Rückfahrt von Helgoland, das war nicht gestellt. Die hatten so richtig viel zu tun. Die saßen da so ein bisschen rum. Wir nehmen Bearbeiten in. Silver Effects hatte ich gesagt. Er braucht ein bisschen länger zu machen. Hier sieht man aber, was er macht. Ja, also er kopiert die Datei, er erstellt erstmal eine Kopie, in diesem Fall ein TIFF-Bild. Ja, sollte man auch auf TIFF stehen lassen. Farbraum sRGB, da kann ich dann andere Farbräume schon mal wählen, was ich möchte. Und ob 16-Bit oder 8-Bit, das ist einfach, wie faul ich bin, wie lang der Rechner dann rechnet oder was ich nachher mit meinem Bild machen will. So, gehe in Bearbeiten. Jetzt sieht man hier oben links, er erstellt das TIFF-Bild. Ja, das ist jetzt wiederum ein größeres Bild. Das ist also original aus der Kamera so heraus. Ach, ich könnte updaten. Na, ich will nicht updaten. So. Und jetzt bin ich in Silver Effects drin, mache hier meine Änderungen, suche es aus meinen Presets aus. Ich meine, ich denke mal, Silver Effects werden die meisten von euch kennen. Vielleicht sogar damit arbeiten, das weiß ich nicht. Ansonsten könnt ihr gerne, ich will da auch nicht zu viel zeigen für die, die aus Darmstadt kommen oder Wiesbaden, Frankfurt in die Nähe. Nächste Woche gebe ich dort bei der Fotogena einen Workshop zum Thema Silver Effects. Da machen wir den ganzen Tag ausschließlich Silver Effects und ich glaube, dieses Wochenende bin ich dort zur Street-Fotografie. Da sind wir den ganzen Tag unterwegs zur Street-Fotografie. Das ist schon der zweite Workshop, den ich dort unten gebe. So, jetzt habe ich mir einfach ein Preset ausgesucht. Ich könnte jetzt hier meine Filtersets noch bearbeiten, könnte mir meine Kontrollpunkte setzen, möchte ich aber gar nicht. Es geht ja nur ums Zeigen. Hier unten das Ansel Adams Zonensystem drin. Ja, das kommt wieder dieses Thema, wo habe ich denn keine Zeichnung? Drücke auf Speichern. Das Bild wird gespeichert. Und jetzt sollte ich eine Kopie dieses Bildes hier irgendwo finden. Da ist sie schon. Ups. So. Und habe dann irgendwann natürlich die Kopie der Kopie der Kopie. Das ist das Nervige an Lightroom. Der Vorteil bei Lightroom wiederum ist, das ist übrigens das Bild, wie ich es mal ausgearbeitet hatte. Auch ich kann es drehen. Ja, und das ist das, was wir gerade gemacht haben. Wenn ich jetzt zwei Bilder habe, ich nehme einfach mal zwei. Das war der Felsen übrigens in Schwarz-Weiß. Komm, nehmen wir mal die beiden Robben hier. So. Nur mal zum Zeigen und gehe jetzt auf Bearbeiten. Ah, ist egal, was wir nehmen. Stone geht am schnellsten. Color Effects. Bearbeiten. Jetzt dauert es einen kleinen Augenblick länger. Das sind ja zwei Bilder. Huch. Habe ich es nicht erwischt?
glaube, ich hab's nicht erwischt. Sorry. Dann nochmal 1, 2, 3. So. Ich hoffe, es geht. Sonst hat er hier eine kleine Macke. Was ich zeigen will, ist einfach, dass ich mit Lightroom und in der Verbindung mit Color Effects eine wunderbare Stapelverarbeitung machen kann. Ja, das heißt, ich kann aus den ganzen Packen an Bildern mit einem Preset, was ich mir erstellt habe, kann ich die einfach durchlaufen lassen, speichere sie dann ab und bin dann durch. Damit ist dann Lightroom wiederum den Photoshop-Besitzern weit voraus, weil da ist es dann doch ein bisschen komplizierter. So, ich arbeite. Entweder nehme ich jetzt ein Preset, was ich vorher gemacht hatte, aus meinen Zusammenstellungen, ist jetzt ja wurscht, muss ja nicht schön sein, geht ja nur zum Zeigen. Nehmen wir mal die benutzerdefinierten. Ja, haben wir mal Helgoland, haben wir schon. Nehmen wir dieses Helgoland. Okay, mal was ganz Verrücktes hier. Jetzt habe ich hier unten die Möglichkeit, von Bild zu Bild mitzuhandeln. Ja, dann berechnet er es immer wieder. Ihr seht hier oben, es kann ein bisschen länger dauern, je nach Rechner. Ja. Na, so. Aber er wendet jetzt auf jedes Bild das entsprechende Preset an, nämlich Wilseder Heide. Prima. So, und dann auf alle speichern. Und dann habe ich natürlich die ganzen Bilder, seien es 20, 30, 40 Stück, alle mit dem gleichen Preset abgespeichert. Hat auch mal Vorteile. Ich breche jetzt aber ab, sonst habe ich den Schmus hier gleich alles in meiner Timeline sitzen. Ja, boah, jetzt ist schon wieder eine Stunde um. Na, fast. Fast eine Stunde um. Ich schau mal, ob ich es hinkriege. Ja, sieht doch ganz gut aus. Ich hoffe, bitte lauter, sagt einer. Ja, das sehe ich ja leider erst zu spät. Vielleicht liegt es auch an eurem Ton. Ich hoffe es, dass es an eurem Rechner gelegen hat, weil mein Kontrollmedium, was in Wiesbaden sitzt, hat nicht geantwortet und gesagt, wow, es funktioniert nicht. Naja, wir werden sehen. Ich würde mich freuen, wenn wir jetzt noch ein paar Fragen beantworten könnten. Ich muss diesen Chat mal eben einschalten. Ja, und jetzt sollte es eigentlich funktionieren, dass ihr den Chat ansprechen könnt. Versucht es doch einfach mal. Würde mich freuen, wenn die Fragen laufen würden. Irgendwas funktioniert anscheinend noch nicht richtig. Dann bremse ich mal den Bildschirm aus. Vielleicht können wir dann chatten. Ah, ha. Ja, ich arbeite, sollte mit neuen Bildern gearbeitet werden. Patrick, ja. Verstehe ich, ging jetzt auf die Schnelle nicht. Okay. Sind keine Fragen mehr. Das ist ja ziemlich wenig im Gegensatz zu. Aha, jetzt rödeln sie rein. Ja, mit den vorab bearbeiteten Bildern. Patrick, ich verstehe das. Ja, ist natürlich auch immer eine ganze Menge, was man organisieren muss. Und ich möchte natürlich auch, dass ich die Bilder nicht vorher durch die Gegend schicke. Und es kommt natürlich dann keiner mehr. Muss man ganz ehrlich sagen, weil er hat ja alles vorher schon erhalten. Entspricht der Detail-Extractor bei Color Effects dem Begriff Klarheit bei Lightroom? Nein, es sind andere Algorithmen. Bei Lightroom ist es ein bisschen vorsichtiger. Dafür holt der Detail-Extractor mehr aus den Bildern raus und ich kann eben selektiv arbeiten oder selektiver arbeiten, als ich es mit Lightroom machen kann. Für den Detlef Stietzel
sollte im Zusammenhang mit Color Effects auf Kontraststeigerung wie Klarheit und Gradation in Lightroom verzichtet werden? Nee, braucht ihr nicht, weil wenn ihr mit Lightroom arbeitet, seht ihr ja Kopie mit Lightroom-Einstellungen bearbeiten. Ich finde es besser und ich mache es auch immer so, ich arbeite mit Lightroom vorher, ja, mache die Bilder soweit fertig und mache dann den Rest mit Color Effects oder dem entsprechenden Tool meiner Wahl. Also Lightroom ist ja in dem Sinne ja kein schlechtes Programm. Michael, welchen Filter nehme ich wann? Ja, ich habe den Vorteil, ich kriege, so Gott will, Ende nächster Woche eine Übersicht von Nix Software, die ist allerdings auf Englisch, das sind irgendwie 50 Seiten, aber das macht ja nichts. Da sind alle Filter beschrieben, was welcher Filter überhaupt macht. Weil sonst sitzt man, und das hatten wir letztes Mal schon, dann sitzt man davor und weiß dann letztendlich gar nicht, was möchte ich überhaupt mit diesen Filtern erreichen, was verbirgt sich überhaupt hinter dem Filter. Ja, da steht, Brigitte Nebel sagt, statt dem Detail-Extraktor kann ich doch auch mit Tonal Kontrast arbeiten. Kannst du, aber bei dem Tonal Kontrast veränderst du noch stärker die Kontraste und veränderst auch die Tonung im Bild. Und beim Detail-Extraktor, da wird eben halt nur die Feinheiten aus dem Rohr, das ist, als wenn du im Rohr jetzt die Kontraste, die Detailverstärkung in deiner Kamera einstellen würdest, nochmal erhöht. Und bei Tonal Kontrast, da sind wieder andere Dinge, die das Bild auch dementsprechend verändern. Es wird auch dunkler, wenn du schon mal geschaut hast. Das ist da ein bisschen schwieriger. Ja, das Snapseed-Plugin war zu sehen. Leider gibt es das Plugin nicht für Photoshop. Ja, das ist ein bisschen schade, das in Lightroom einzubinden. Ich weiß gar nicht. Ich gebe meinen Bildschirm noch mal eben frei. Das ist ja der Vorteil. Wir sind ja uns. Ich gebe den unter uns. Ich gebe den Bildschirm noch mal eben frei für die, die es noch nicht wissen und die mit Snapseed arbeiten, dass sie auch mit Snapseed aus Lightroom aus arbeiten können. Ich hoffe, ich kriege das noch mal hin. Der müsste jetzt freigegeben sein. Und ich meine, ich habe es unter den Einstellungen. Jetzt bitte mich nicht hauen. Ich glaube, Zusatzmodul Manager kann das gewesen sein. Nee, das ist HDR-Effects. Wenn es denn klappen soll. Voreinstellung, da ist es. Okay. So. Da ist irgendwo externe Bearbeitung. Genau, da kann ich mir dann mein Snapseed einbauen und sagen, okay. Bitte rufe mir das auch aus Lightroom heraus auf. Das funktioniert. Ja, natürlich, F. Bartel, natürlich gibt es sie auch für euch Anwender, weil ich stelle sie einfach auf meine Seite, was ich auch darf, und dann könnt ihr die dort runterladen. Natürlich kostet das auch nichts, aber ja, die gibt es auch dafür. Ja, ich höre gerade im Hintergrund meinen Wiesbadener Coach, der rödelt da rum, der hat seinen Lautsprecher angeschaltet, auch schön. Ja, ich war leider einmal rausgeflogen, als ich daran was verändern wollte. Okay. So. Wenn ich in Color Effects arbeite, kann ich bei jedem Filter dahinter auf das Kästchen klicken und erhalte verschiedene Einstellungen der Filter, wie zum Beispiel bei Gradual Density Foreground auf. Jetzt weiß ich nicht. Vielleicht, Brigitte, kannst du das nochmal ein bisschen definieren. Ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst. Wenn ich in Color Effects arbeite, kann ich bei jedem Filter dahinter auf das Kästchen klicken und erhalte. Ach so, ja, das sind einfach nur Beispiele. Ja, das sind Beispiele und dann kannst du diese Beispiele natürlich dann, wie ein sogenanntes Preset, kannst du diese Beispiele bearbeiten. Ich glaube, das ist das, was du meinst. Hoffe ich zumindest.
Okay, Gerd Fischer, der Unterschied ist nicht sehr groß, nur der Strukturfilter in Vivesa arbeitet nicht über eine Kontrastverschiebung, sondern man hat mir gesagt, über eine Kontrastanhebung. Jetzt nagelt mich nicht fest, ich weiß es nicht genau, ich habe es ausprobiert, wenn ich mit dem Vivesa arbeite. Irgendwann rauscht es natürlich auch, wenn ich im Himmel jetzt Strukturen reindonner, ja, in den Wolken, dann fängt es irgendwann an zu rauschen, aber nie so schnell und so stark, als wenn ich mit dem Detail-Extraktor arbeite. Und für mich ist es etwas komfortabler, weil ich mit dem Vivesa-Tool ausschließlich mit Kontrollpunkten arbeite und dann die Struktur viel genauer setzen kann. Also ich nehme mir einfach jetzt zum Beispiel beim Porträt, nehme ich mir die Haare oder wenn ich einen Hund fotografiere, einen Husky, dann nehme ich mir halt das Fell oder die Augenpartie und gehe nur dort rein und strukturiere diese. Mit dem Detail-Extraktor ist es ein bisschen komplexer, da habe ich eben halt die ganzen globalen Einstellungen erst vorher zu machen. Ja, deswegen arbeite ich vorher mit Vivesa und das Tool ist ja echt sowas von günstig. Ja, die Reise nach Helgoland ist schon buchbar. Schiffstransfer ist von Cuxhaven. Schiffstransfer von Punkt Punkt. Also wir werden das wahrscheinlich so machen, dass wir mit dem alten Schiff, mit der Atlantis fahren. Weil mit dem Katamaran, ich meine, wer es unbedingt will, kann mit dem Katamaran fahren, aber ich fand es einfach nicht so schön, weil man sitzt unten drin wie so eine Ölsardine mit 150 anderen Leuten, man kann nicht raus an Deck und mit der Atlantis konnte man wunderschön draußen sitzen. Wir haben hinten am Heck gesessen und haben fotografiert und uns den Wind um die Nase wehen lassen und das war also wesentlich schöner und auch ein bisschen aufregender. Nee, Brigitte, ist er nicht. Er ähnlich, ja. Okay. Ja, ist enthalten, der Schiffstransfer an Frank. Frank, denke ich mal. Du kannst doch mit dem Flieger fliegen. Geht auch. Ja, mit dem Schiff fliegen wäre ja auch blöd, ne? Also mit dem Flugzeug, das ginge dann auch, aber dann bist du luftkrank. Also kannst du überlegen, da kannst du über die Reling reiern im Flieger eben halt auf deine Hose. Also weiß nicht, welche Alternative da die bessere ist. Okay, ihr Lieben, wenn nicht mehr Fragen da sind, dann möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken. Ihr bekommt nach diesem Webinar automatisch morgen eine Mail. Und in dieser Mail sind auch die, weil das Video muss jetzt erstmal konvertiert werden, dann wird es hochgeladen. Dann ist der Link erst morgen fertig, weil das konvertiert da wohl die Nacht auf dem Citrix-Server rum. Und dann kriegt ihr morgen den Link, wo ihr das Video dann runterladen könnt. Und die Dateien, ein Teil ist heute schon da bei mir auf der Plattform unter dem Club. Und wartet mal, ja, und die restlichen mache ich gleich fertig, weil ich ja die Kontrollpunkte noch eben reinarbeiten muss. Also morgen Vormittag wird euch das vorliegen und dann könnt ihr das rumnehmen. Ah. Okay. Ja. Also ich soll hier nochmal, hier stand gerade, ich muss die Fragen laut vorlesen. Ja, habe ich gelernt. Und ich soll auf das untere Fenster hinweisen, wenn jemand Fragen stellen will, weil das findet kaum jemand, um sie dort vernünftig einzugeben. Okay. Dennoch vielen Dank und